Ich fange schon mal an und begrüße Sie alle herzlich zu unserem Pressbriefing über die Frage, was weiß man eigentlich über den Erfolg oder auch die Erfolge des 9-Euro-Tickets und welche Schlüsse kann man jetzt schon ziehen für ein mögliches Nachfolgeangebot, wie immer das auch aussehen soll. Da das Thema ja so ziemlich in aller Munde war in den letzten 3 Monaten, habe ich gedacht, keine lange Anmoderation, lassen Sie uns mal flink anfangen. Wir haben 3 Forscherinnen und Forscher gewonnen, um mit uns in den kommenden 50 Minuten diese Frage zu verfolgen und einen Blick auf ihre zum Teil noch unveröffentlichten Forschungsergebnisse zu werfen und dabei auszuloten, welche Elemente eigentlich ein Nachfolgeangebot sinnvollerweise haben sollte. Mein Name ist Sönke Gethke und bevor wir anfangen, wie immer noch der Hinweis, bitte stellen Sie Ihre Fragen im Frage- und Antwortmodul. Dort wird meine Kollegin diese Fragen aufnehmen, sammeln und weiterleiten und ich stelle sie dann hier auf die Art und Weise. Läuft das einfach besser. Ich habe als erstes bei mir hier Frau Claudia Nobis vom Institut für Verkehrsforschung des TLR in Berlin. Die Forscherin leitet die Gruppe Mobilitätsverhalten und sie hat, wie alle hier, untersucht, wie die Menschen in Deutschland das 9-Euro-Ticket genutzt haben. Frau Nobis, welche Änderungen haben Sie denn eigentlich gesehen und worin sehen Sie den größten Erfolg des 9-Euro-Tickets? Ich glaube, der große Erfolg des Tickets war zunächst die Einfachheit dieses Tickets. Das Ticket war preisgünstig, es war sehr einfach in der Art und Weise, wie es nutzbar ist. Und das ist, glaube ich, eins der ganz großen Erfolgsfaktoren, warum dieses Ticket auch so unglaublich oft verkauft worden ist. Das Schöne an dem Ticket ist, es ist wirklich in der Breite der Gesellschaft angenommen worden. Es war wirklich ein Ticket für jedermann, für jede Frau. Wir sehen, wenn wir die soziodemografischen Eigenschaften der 9-Euro-Ticket-Kundinnen und Kundinnen angucken, dass wir wirklich den Querschnitt durch die Gesellschaft abbilden. Also Alter, Geschlecht, Tätigkeit, Bildungsstatus, wir finden wirklich jeden, jede Gruppe, die dieses Ticket genutzt hat. Und das ist eigentlich so dieses Schöne an dem Ticket. Wir haben Ende Juni, Anfang Juli mit unserer Studie gemessen, dass rund die Hälfte der deutschen Erwachsenenbevölkerung ein solches Ticket hatten. 20% haben ein ganz klassisches Monatsticket besessen, 28% waren im Besitz eines solchen 9-Euro-Tickets und weitere 4% wollten auf jeden Fall noch ein Ticket kaufen. Das ist eine unglaubliche Verbreitung. Die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung hatte die Möglichkeit, den ÖV zur Flatrate zu nutzen und hat das eben auch zu großen Teilen getan. Ich glaube, im weiteren Gespräch können wir noch gucken. Es gibt sehr unterschiedliche Gruppen, die einen, die das sehr häufig genutzt haben und auch genau das gewünschte Verhalten gezeigt haben, dass sie es nämlich genau auch für den Weg zur Arbeit eingesetzt haben. Viele haben es eben selten genutzt und dann überwiegend im Freizeitverkehr. Was das Ticket genau gebracht hat und wie nachhaltig diese Veränderung ist, da muss man dann wirklich im Detail gucken und einzelne Gruppen betrachten. Okay, vielen Dank, Frau Nobis. Unser nächster Gast, den wir gewinnen konnten, ist Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Er leitet dort die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung und auch er hat die Auswirkungen des Tickets untersucht. Welche Änderungen haben Sie gesehen, Herr Knie? Worin sehen Sie den größten Erfolg? Ja, erstmal nochmal zu sagen, wir sind noch dabei, das zu beforschen. Also das, was auch Claudia Nobis eben vorgestellt hat, sind ja Momentaufnahmen, die wir haben. Jetzt gerade, wo es nicht mehr da ist, fangen die Leute ja auch nochmal ganz neu über das Ticket zu denken. Wir machen das mit den Kollegen von Infas. Wir vergleichen das mit der MID, die bei Claudia Nobis auch wunderbar einsehbar ist und können das dann im September dann auch hoffentlich valide dann auch darstellen. Aber das, was wir bisher kennen, kann ich nur das nochmal unterstreichen, was Claudia Nobis auch schon sagte, vielleicht mit einer kleinen Nuance. Also erstmal klar, das Ticket war plötzlich in aller Munde. Der ÖPNV war plötzlich cool. Wann hatten wir das? Wir haben ja gerade 2 Jahre Pandemie hinter uns. Da war das alles andere als gut, Busse oder Bahnen zu fahren. Das hat sich geändert. Und wie Claudia Nobis auch schon sagte, sind Leute plötzlich mit 9-Euro-Tickets unterwegs gewesen, die das schon lange nicht mehr im Kalkül hatten. Und vielleicht kann man noch ein bisschen akzentuieren, es waren tatsächlich mehr Frauen als Männer, die unterwegs waren. Es waren auch mehr Jüngere als Ältere und es waren vor allen Dingen auch mehr untere Einkommensschichten, die vor allen Dingen zum ersten Mal mit Kind und Kegel unterwegs waren. Die konnte man dann tatsächlich auch beobachten, denn ein Sozialticket ist zwar mit 45 Euro in Deutschland durchaus okay, aber wenn man 3, 4, 5 Menschen im Haushalt hat, dann ist ein 9-Euro-Ticket echt eine Wucht. Also die sozialpolitische Komponente war deutlich höher.
Und was wir natürlich auch beobachten konnten, ich hatte es eben schon im Vorgespräch gesagt, dass natürlich vor allem die städtischen und die Ballungsräume davon profitiert haben, der ländliche Raum, dort sind die Tickets eher weniger verkauft worden. Also das kann man alles so unterstreichen. Und ich würde mich auch gleich anschließen, wir können im Moment noch nicht sagen, und das ist völlig klar, in 3 Monaten lässt keiner sein Auto dauerhaft stehen. Er verkauft es nicht nach 3 Monaten 9-Euro-Ticket-Erfahrung. Das heißt, das, was wir gemerkt haben, dass eben Menschen, die vorher dem ÖV skeptischer gegenüber gestanden haben, die vielleicht während der Pandemie nicht mehr gefahren sind, die sind jetzt jedenfalls für Eventverkehre oder für Schnupperverkehre mal zurückgekommen. Und jetzt wäre es eben gut, wenn wir da jetzt schnell anknüpfen könnten und vor allen Dingen, wie Claudia Nobis auch sagte, die Einfachheit des Tickets reproduzieren können. Ja, vielen Dank, Herr Knie. Ja, unser dritter Gast, Marc Andor vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, RWI in Essen. Er leitet dort die Forschungsgruppe Pro-Soziales Verhalten. Und auch Sie haben ja die Gelegenheit genutzt und untersucht, wie die Menschen das 9-Euro-Ticket genutzt haben. Was war für Sie der größte Erfolg? Ja, vielen Dank. Ich glaube, es geht auch in eine ähnliche Richtung, auch mit ein paar Nuancen etwas anderer Art. Ja, wir haben eine Studie, die ist gefördert von der Stiftung Mercator und haben da 2 Umfragen. Bei der einen Umfrage hatten wir das Glück, dass wir im März, April des Jahres schon eine große Umfrage mit über 8000 Haushalten durchgeführt haben und haben davon 5000 nochmal im Juni befragt, sodass wir vorher, nachher Daten hatten. Und ich würde eben auch sagen, dass der große Erfolg ist die Einfachheit des Tickets, das würde ich so unterstreichen, dass wir überhaupt in Deutschland das Ticket mal hatten oder haben und dass relativ viele Leute das genutzt haben. Das sind auf jeden Fall sehr positive Zeichen. Wir finden eigentlich, dass Käuferinnen und Käufer des Tickets eher urban leben. Wie Herr Knie auch gesagt hat, dass die Distanzen zur Haltestelle und Arbeit kürzer sind, dass die Personen in der Tendenz weniger Autos besitzen, tendenziell gebildeter sind und über alle Einkommensklassen eigentlich. Das sehen wir eigentlich so, dass eigentlich alle Einkommensklassen das genutzt haben und auch in den höheren Einkommensklassen relativ, also anteilsmäßig gar nicht wenige. Des Weiteren sehen wir dieses ganz klare, dass je größer die Stadt, desto mehr Befragte haben das genutzt. Genau, und dann dann kommen wir sozusagen zu den Auswirkungen. Und das ist durchaus nicht trivial, das zu berechnen, wie die Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten sind. Genauso wie Herr Knie sind das unsere vorläufigen Ergebnisse. Und in der Veranstaltung in der letzten Woche hatte ich auch ausgiebig die Methodik dargestellt, weil das nicht einfach ist, die Kausalität hier zu zeigen. Was wir finden, ist, dass der ÖPNV-Nutzung wirklich sehr stark zugenommen hat, also sehr viel mehr Mobilität gab, dass das Autofahrverhalten nicht so stark zurückgegangen ist. Und unsere Schätzungen zu den eingesparten CO2-Emissionen aktuell, wir wollen noch ein paar mehr Szenarien durchführen, deswegen kann sich die Bandbreite noch verändern. Ist unter den veröffentlichten Werten des VDV. Allerdings muss man sagen, selbst wenn man die Werte des VDV nimmt mit 1,8 Millionen Tonnen CO2 und das mit den Kosten, die im Raum stehen, von 2,5 Milliarden vergleicht, ist es eine relativ teure kurzfristige Klimapolitik. Das heißt, für diese 3 Monate wäre das relativ teuer. Wir müssen aber abwarten, was die lange Frist zeigt, also wie sich das auswirkt auf das Fahrverhalten im Nachhinein, also in den nächsten Monaten. Und wie Herr Knie auch gesagt hat, muss man das natürlich auch so sehen. Es war jetzt eine Maßnahme, die 3 Monate gewirkt hat. Es könnte einen großen Unterschied machen, wenn man sie langfristig durchführt, sodass die Leute wirklich darüber nachdenken, das Auto aufzugeben oder zumindest ein Auto weniger zu nutzen etc. Aber das können wir auf Basis dieses Experimentes sozusagen auch nicht abschließend bewerten. Ja, das wären erstmal die wichtigsten. Achso, letzter Punkt vielleicht noch. Wir haben gefragt, wie viel sind die Leute bereit, für zukünftige das Ticket zu bezahlen sozusagen und können sozusagen sagen,
nach diesen Angaben, nach ihren eigenen Angaben, wie viele Leute wären bereit, zu unterschiedlichen Preisen das Ticket zu nehmen. Und da habe ich jetzt mal 3 rausgezogen. Und da wäre es so, bei 9 Euro wären es etwas über 50%, bei 29 Euro 26% und bei 69 Euro 4%. Das so als Indikation, solche Abfragen haben natürlich auch Schwächen, aber dann sieht man schon sozusagen, wie sich die Zahlungsbereitschaft sozusagen verteilt. Und man sieht auch beim 9-Euro-Ticket, dass Leute, auch die es nicht genutzt haben, durchaus interessiert werden. Das kann vielleicht zum Beispiel daran liegen, dass sie noch nicht die Gelegenheit, also noch keinen Anlass haben, das 9-Euro-Ticket zu nutzen. Ja, ja, vielen Dank. Herr Andor, ich habe auch schon gleich eine Rückfrage an Sie bekommen von unserer Teilnehmerin. Wie haben Sie denn erhoben, ob die Autonutzung parallel zum 9-Euro-Ticket abgenommen hat? Wie die Autonutzung abgenommen hat? Wir hatten eine Umfrage im März, April, in dem wir das Mobilitätsverhalten abgefragt haben und haben dieses Mobilitätsverhalten auch im Juni abgefragt. Konkret haben wir abgefragt über die letzten 7 Tage, welche Fahrten man durchgeführt hat mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln und die Kilometeranzahl. Also wir haben konkrete Kilometeranzahlen abgefragt. Genau. Okay. Was wir noch nicht gemacht haben in unseren Schätzungen, deswegen auch vorläufig, was wir noch stärker berücksichtigen wollen, zumindest in Szenarien, ist, versuchen zumindest eine Idee zu geben, wie man den Tankrabatt, die Auswirkungen des Tankrabatts, der ja zeitgleich war oder insgesamt der Benzinpreisentwicklung, besser berücksichtigen kann oder noch mehr berücksichtigen kann unter gewissen Annahmen. Genau. Herr Knie, Sie hatten sich auch schon gemeldet. Ja, ich würde nochmal auch, was Marc Andor auch schon angedeutet hatte, das sind alles vorläufige Beobachtungen, also von großen Konsequenzen, was gerade die CO2-Entlastung angeht, da würden wir sehr von abraten, das jetzt schon richtig solide bewerten zu können. Wir wissen zum Beispiel immer noch nicht, wie viel der tatsächlich 9 Euro Kaufenden tatsächlich auch gefahren sind. Wir haben immer noch nicht alle Daten der Verkehrsunternehmen. Das Einzige, was wir haben, sind die Daten von DB Regio. Das ist ja ein Teil des SPNV. Und da wissen wir, da sind tatsächlich gemessene 8,9% mehr Kunden gewesen in diesen 3 Monaten. Das heißt also, man muss da extrem vorsichtig sein, jetzt zu sagen, die Leute haben das Auto stehen gelassen oder sind jetzt U- und S-Bahn oder Busse gefahren, sondern das sind, wie gesagt, 3 Monate Momentaufnahmen. Und wie Marc Andor schon sagte, daraus könnte man jetzt weitere Verhaltensänderungen herausdestillieren. Der Bus ist ja doch nicht so schlecht oder die Bahn ist vielleicht doch nicht so schlecht. Jetzt könnte ich mir überlegen, etwas Neues zu tun. Und ich möchte auch nochmal unterstützen, was Marc Andor sagte. Je höher das Ticket im Preis dann ist, und ab 29 sehen wir ja die Schwelle, da nimmt die Attraktivität rapide ab. Ne? Das sollte man vielleicht auch nochmal. Aber wie gesagt, keine so robusten Schlussfolgerungen aus diesen 3 Monaten, aus diesen zufälligen Erhebungen. Wir haben auch während der 3 Monate erhebliche Veränderungen. Am Anfang völlige Euphorie, ne? Jetzt super, 9 Euro. Dann ging die Euphorie doch deutlich zurück. Also da hat sich auch in den 3 Monaten schon eine Verschiebung der Perzeption eingestellt und die wird sich im Nachhinein auch nochmal verschieben. Das heißt also, hier müssen wir extrem vorsichtig sein mit sehr weitreichenden Schlussfolgerungen. Trotzdem haben wir eine Nachfrage noch bekommen zu Ihnen, Herr Andor, ob Sie denn in irgendeiner Form bei aller Vorsicht, die man walten lassen muss, eine Schätzung zu CO2-Einsparung, ob Sie das irgendwie beziffern können schon? Bei aller Vorsicht, welche Größenordnung das gehen könnte. Also unsere Zahlen bisher, aber es ist vorläufig, sind so, dass wir zwischen 200.000 Tonnen CO2 und ungefähr 700.000 Tonnen CO2 schätzen. Das sind aber die Bandbreite kann sich noch auch verbreitern sozusagen. Aber damit liegen wir deutlich unter den Zahlen vom VDV. Aber ich würde Herrn Knie auch recht geben, dass man das wirklich vorsichtig genießen muss. Wir sagen, das sind das, was wir ermitteln, sozusagen. Das Mobilitätsverhalten abzufragen, zu beobachten, ist nicht trivial.
Jede Methodik hat da auch ihre Schwächen, das ist ganz klar. Und daher sind das ja, Indikationen auf Basis unserer Erhebungen da, würde ich sagen. Und wie gesagt, wir wollen noch weitere Szenarien durchrechnen, die Bandbreite etwas verbreitern könnten. Aber der Punkt zu den kurzfristigen Klimaschutzpolitiken ist eben auch, selbst wenn die Zahlen vom VDV, wenn das so korrekt wäre, für diese 3 Monate als kurzfristige Klimaschutzmaßnahme wäre das immer noch relativ teuer. Wir haben eine weitere Frage hier reinbekommen, die sich mit den Kosten beschäftigt, die Verkehrsunternehmen zum Erhalt der Infrastruktur aufwenden müssen für Ticketverkauf, Kontrolle, bis hin zur Verfolgung von Schwarzfahrern. Ist Ihnen irgendwie in irgendeiner Form bekannt, wie hoch die sind? Sind die irgendwie in irgendeiner Form kalkulierbar? Also zumal, wenn ich vielleicht sagen kann, da hat der VDV selber bei seinen Mitgliedsunternehmen versucht, das zu eruieren. Das geht aber nicht, zumal, also wir alle gesehen haben, dass zumindest wissen wir das von den großen Verkehrsunternehmen, die Schwarzfahrerkontrollen praktisch eingestellt worden sind in dieser Zeit. Es gab praktisch kaum Kontrollen. Und die Programmieraufwände insbesondere und die Rückerstattungen sind offensichtlich jedenfalls mit nicht so großen Kosten verbunden gewesen. Also es gibt praktisch gar keine Inbetriebnahmekosten, die relevant wären im Gesamtbilanz des 9-Euro-Tickets. Das ist, glaube ich, auch einer der, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, bei aller Kritik am VDV oder an den Branchen, die ich auch gerne teile, diese Kritik. Immerhin hat die Branche es geschafft, in Rekordzeit ihre Fahrkartenautomaten umzuprogrammieren, plötzlich dieses 9-Euro-Ticket wirklich zum 1. Juli verfügbar zu haben. Wir haben nirgendwo gehört, dass es noch nicht da war oder dass es noch nicht ging. Also das, was die Branche ja selber von sich immer behauptet, ja, so schnell können wir nicht, hat sie jetzt wunderbar bewiesen, dass sie doch sehr schnell kann. Herr Andor, Sie wollten auch noch, hatten gerade auch schon angesetzt, darauf zu antworten. Ja, aber ich muss sagen, ich kenne da keine soliden Zahlen, wie viel. Also ich denke, das geht in die Richtung, könnte man dadurch nicht Verwaltungskosten einsparen, wenn man sozusagen jetzt einfache 9-Euro-Tickets grundsätzlich mal oder ähnliche Tickets. Ich kann aber nicht abschätzen, wie groß die Verwaltungskosten sind, die man dadurch einsparen kann. Vielen Dank. Frau Nobis, die nächste Frage ist vielleicht etwas für Sie. Das 9-Euro-Ticket fiel ja in die Ferienzeit der meisten Bundesländer, eigentlich fast alle, selbst Bayern, glaube ich. Können Sie etwas dazu sagen, wie das die Messung von beruflicher und von Freizeitnutzung beeinflusst hat? Also die Sommermonate und die Ferienzeit hat insgesamt das Mobilitätsverhalten verändert und das macht beide schwierig. Es macht einerseits das Messen schwierig, wofür es in der Zeit genutzt wurde und was das im normalen Alltag ohne Sommer und ohne Ferienzeiten ausmachen würde. Und es ist eigentlich genau auch dafür ein Problem, was wir schon besprochen haben. Alle möchten den Verlagerungseffekt wissen, alle möchten wissen, wie viel CO2-Emissionen sind eingespart worden. Aber genau das ist eben extrem schwierig zu beantworten, weil wir einfach sehen, dass sich in den Sommermonaten völlig unabhängig von einem solchen 9-Euro-Ticket das Mobilitätsverhalten verändert. Wir messen die Mobilität ein bisschen anders, aber können, glaube ich, auf diese Art und Weise zwar nicht diese Mengeneffekte darstellen, wie viele Wege jetzt tatsächlich verlagert worden sind oder wie viel CO2 eingespart worden sind. Wobei ich glaube, wenn man auch an sich selber denkt, das extrem schwierig zu formulieren ist, was ist denn wirklich ein induzierter Weg, der neu entstanden ist, den ich so gar nicht durchgeführt hätte? Und hätte ich ihn doch durchgeführt, hätte ich dann wirklich das Auto oder welches andere Verkehrsmittel genommen? Man kommt ja über ein solches Ticket überhaupt auch erst auf Ideen, gewisse Dinge zu machen. Es lässt sich also alles sehr, sehr schwer messen. Was wir mit diesen sogenannten Modalgruppen sehen, ist, welche Verkehrsmittel Menschen im Verlauf der letzten Woche genutzt haben, völlig unabhängig von der Anzahl der Wege. Aber dieses Verkehrsmittelset sagt eine ganze Menge über Mobilitätsroutinen von Menschen aus. Und da sehen wir, ganz unabhängig von einem 9-Euro-Ticket, im Sommer wird das Fahrrad immer wichtiger. Das heißt, Gruppen, die im normalen Alltag fast ausschließlich mit dem Auto fahren, die nehmen dann in den Sommermonaten als zusätzliches Verkehrsmittel das Fahrrad rein und werden multimodal. Also dieses Verhalten, das man sich ja eigentlich von der Mehrheit wünscht, dass sie nicht nur Auto fahren, sondern möglichst flexibel unterschiedliche Verkehrsmittel einsetzen. Und was wir jetzt im Sommer gesehen haben, ist eigentlich folgender Effekt. Wir haben
sehr, sehr viele Menschen, die sich multimodal verhalten haben. Wir sind, das in Corona-Zeiten sind wir auf eine sehr, sehr starke Autonutzung hochgegangen, ungefähr 10 Prozentpunkte mehr Menschen, die nur noch das Auto kein einziges Mal ÖV oder Rad nutzen. Und wir haben in den Sommermonaten wieder diese Vor-Corona-Zeit erreicht. Wir haben monomodale Autonutzung wieder auf dem Level von davor und sind in dieser Gruppe der Multimodalen sogar noch stärker vertreten, als das vorher war. Also wir haben quasi durch dieses Ticket wieder so eine Rolle rückwärts gemacht und mindestens den Zustand davor erreicht. Und ein spannender Aspekt dabei ist, ungefähr ein Viertel der Veränderung ist darauf zurückzuführen, dass Menschen neben dem Auto auch das Rad genutzt haben, also ein typischer klassischer Sommereffekt. Aber drei Viertel, und das ist ja untypisch für die Zeit, ist multimodal, weil sie den ÖV genutzt haben. Das heißt, auf so einer Ebene kann man auch sehr klar Effekte des Tickets nochmal bemessen, unabhängig von einem Verlagerungseffekt, unabhängig eben von jetzt wirklich einer konkreten Benennung von Emissionen. Und natürlich sehen wir in den Sommermonaten sehr, sehr viele Menschen, die jetzt das Ticket für die Freizeit genutzt haben. Das ist nach unserer Studie das vorherrschende, der vorherrschende Wegezweck gewesen. Wir sehen aber, und genau da muss man dann in die einzelnen Gruppen reingucken, die es selten genutzt haben, sei es 1 bis 3, 4 Mal im Monat, die haben es überwiegend für die Freizeit genutzt. Aber die, die es häufig genutzt haben, haben es eben dann auch zur Hälfte wirklich für den Arbeitsweg genutzt. Wenn man dann nochmal nur die Berufstätigen anguckt, sind das nochmal deutlich mehr. Und in dieser Gruppe habe ich wirklich den Effekt erzielt, den ich auch erreichen wollte, dass es eben für die Arbeit eingesetzt wurde. In Summe also sehr viel Freizeitverkehr. Aber in bestimmten Gruppen hat man eigentlich genau die Wegezwecke auch adressieren können, die man erreichen und erzielen wollte. Können Sie sagen, wie groß diese Gruppen waren im Vergleich? Wie groß ist die Gruppe derer, also die zum Freizeitverhalten das Ticket genutzt hat, zu dem, die es tatsächlich einsetzen konnten? Also wir haben ein Drittel der Personen, die 20 und mehr Fahrten gemacht haben und die haben zu 50% das Ticket auch für den Berufsverkehr eingesetzt. Und das ist eigentlich ein recht schönes Ergebnis bei den Gruppen, die das nur so 1 bis 4 Mal im Monat genutzt haben. Also bei uns wirklich bezog sich das auf den ersten Aktionsraummonat im Wesentlichen, auf den Juni. Da hat man dann noch 6 bis 8%. Also da hat es weit weniger eine Rolle gespielt. Ist auch nachvollziehbar. Der Arbeitsweg ist ein Weg, den ich häufig mache. Und in der Gruppe derer, die viele Wege dorthin verlagert haben, spielt das dann natürlich deutlich mehr eine Rolle. Aber ich glaube, das ist auch nochmal so ein Mengenverhältnis. Im Schnitt legt man 3,1 Wege zurück. Da sind wir bei der MED, die der Herr Knie eingangs schon zitiert hatte. Wenn man das hochrechnet auf den ganzen Monat, dann weiß man ungefähr, wie viele Wege da zustande kommen. Und jemand, der dann 1 bis 3 oder 4 Wege mit dem 9-Euro-Ticket gemacht hat, das ist nicht die Summe. Es ist schön, dass man Menschen wieder erreicht hat, die oft fast nicht den ÖV genutzt haben und es jetzt wenigstens mal wieder ausprobiert haben. Aber das sind keine Riesenverlagerungseffekte, die dort stattfinden und ist auch nichts, was dann bereits in Mobilitätsroutinen so stark verankert wäre, dass man jetzt wirklich danach noch einen großen Effekt hätte. Und ich kann Sie noch nicht ganz vom Haken lassen, wir haben nämlich noch eine Nachfrage hier bekommen. Wir würden gerne noch wissen, ob Sie bei der Gruppe der Vielnutzer die Abonnenten rausgerechnet haben, um den Effekt auf den Berufsverkehr einschätzen zu können. Also die Vielnutzer sind jetzt ausschließlich die 9-Euro-Ticket-Kundinnen und Kundinnen, die ich meine. Also diese über 20 Fahrten, ich habe nur diese Gruppe betrachtet. Grundsätzlich sehen wir eben Menschen, die vorher bereits sehr viel mit dem ÖV gefahren sind, die war schon zu weiten Teilen mit einem klassischen Monatsticket ausgestattet. Dieses Ticket ist vor allen Dingen von der Kundengruppe angenommen worden, die so 1 bis 4 Mal im Monat gefahren sind, also die schon regelmäßig das mal genutzt haben vor Einführung dieses Tickets, aber es hat sich eben nicht gelohnt, ein Monatsticket wirklich zu kaufen. Und die, die fast nie ÖV fahren, die haben auch zu großen Teilen auch das 9-Euro-Ticket nicht gekauft, aber immerhin hat man auch von denen rund ein Viertel erreicht, die wirklich nie vorher gefahren sind, die es trotzdem ausprobiert haben. Und für diese Gruppe ist es ein Einstieg, überhaupt mal wieder den ÖV zu nutzen. Und für viele, die es vorher schon in einer gewissen Regelmäßigkeit genutzt haben, war es was ganz Tolles, dieses Mobilitätsverhalten zu stärken und zu unterstützen. Und genau für diese Gruppe ist es eigentlich auch wichtig, ein gutes Folgeticket anzubieten. Herr Anders, Sie hatten sich noch gemeldet. Genau, ich wollte noch einmal zu dem Anfang, was von Ubis gerade gesagt hat, oder die Frage auch war, zu den Sommermonaten und den Ferienzeiten, welche Auswirkungen die hatten. Und da wollte ich nur sagen, bei unserer Befragung, die haben wir extra im Juni vor den Sommerferien durchgeführt, um diese Urlaubseffekte nicht in den Daten zu haben. Und wir haben einen sogenannten Differenz-in-Differenzen-Ansatz genommen. Also wir haben sozusagen
wie vorher, nachher verglichen, wie viel sind sie vorgefahren, wie viel nachher und dann die verschiedenen Gruppen, die 9-Euro-Besitzer, die Abonnenten vorher und die Nichtkunden verglichen, sodass man unter gewissen Annahmen, und deswegen gibt es verschiedene Szenarien, wie der Trend zwischen den unterschiedlichen Gruppen ist, diese Veränderung, diese saisonale Veränderung im Mobilitätsverhalten ausrechnet. Das ist relativ wichtig, genau. Bei unseren Daten, so wie wir die sehen, sehen wir auch, dass relativ viele Leute das Ticket für die Freizeitaktivität genutzt haben. Müssen wir vielleicht mal schauen, wie unterschiedlich die Fragestellungen waren. Aber wir hatten eine Likert-Scale, zu welchen Aktivität nutzen Sie das häufig? Und bei den Leuten, die häufig angegeben haben, sehen wir bei den 9-Euro-Ticket-Besitzern, die vorher kein Abo haben, dass sie relativ häufig Freizeitaktivitäten angegeben haben. Bei den Abonnements, die schon vorher das Ticket hatten, ist es deutlich gleich verteilt, sozusagen zwischen den Alltagsaktivitäten und der Arbeit. Ja. Eine Frage, über die ich noch nicht genau weiß, an wen. Ich glaube, es ist eine Frage, zu der könnten Sie alle drei was sagen. Welche Faktoren haben denn die Menschen auf dem Land, in den nicht-urbanen Gegenden, davon abgehalten, eigentlich das 9-Euro-Ticket im großen Stil zu nutzen? Wer von Ihnen möchte denn da gerne spontan? Fange ich mal gerade. Ich hatte ja schon Menden im Sauerland erwähnt. Das ist relativ einfach zu beantworten. Einfach der Zugang ist im ländlichen Raum natürlich längst nicht so wie in den Ballungsräumen, die wir im Ruhrgebiet, in Berlin, in Hamburg, in München haben. Und das zeigen ja auch die Untersuchungen, dass da, wo Verfügbarkeit, also wo ich zum ÖV, zum Nahverkehr komme, dort ist der ÖV mir präsenter im Kopf. Da ist er mir kalkulatorisch auch präsent und dort kann ich auch ein 9-Euro-Ticket kaufen. In den ländlichen Gebieten, wo der Bus gelegentlich kommt, haben wir sozusagen kaum 9 Euro Effekte. Das liegt eben dahin, weil man nicht hinkommt. Das muss man einfach sehen, dass selbst bei uns in Deutschland unter dem Dachmantel der Daseinsvorsorge der ländliche Raum für den ÖPNV, ich sage das jetzt mal ganz drastisch, für die Menschen, die nicht Ausbildungsverkehre machen, also nicht Ausbildungs- und Schülerverkehre machen, ist der ÖPNV praktisch verloren. Ja, man kann noch anmerken, ist es eben einerseits das Angebot, das wirklich nicht verlockend ist und die Routinen der Menschen sind dort eben genau deswegen auch sehr viel stärker auf das Auto ausgerichtet. Über 90% der Haushalte in ländlichen Räumen haben ein beziehungsweise meist auch mehrere Autos. Das heißt, es ist so stark in der Gesamtmobilität auf das Auto ausgerichtet, dass dann ein Ticket, das man nicht sehr oft nutzen wird, wenn dann nur für einzelne Fahrten, dann einfach nicht so die Attraktivität hat. Also da gehen nicht gutes Angebot mit sehr starken autoorientierten Routinen einher. Das ist schwierig, diese Gruppe dann auch selbst mit einem sehr kostengünstigen Ticket zu erreichen. Ja, ich will das bestätigen, wobei die Zahl der Ticketnutzer auch nicht bei null ist. Also es gab schon auch auf dem Land Ticketnutzer und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, wie die Örtlichkeit des Dorfes sozusagen ist zu Städten und sonstigen Verkehr. Und wir sehen auch zwischen Großstädten, dass je besser das ÖPNV-Infrastrukturangebot ist, desto mehr Leute nutzen es auch. Also wir haben ja sehr große Unterschiede zum Beispiel zwischen Berlin und anderen Städten hier. Ich bin im Ruhrgebiet, da ist der MIV-Anteil, also motorisierter Individualverkehr, sehr hoch, bei über 50%. Und in Berlin ist das schon deutlich geringer vergleichbar mit Musterstädten aus dem Ausland, wie man sie immer nennt, ob das Kopenhagen oder sonst wie ist. Mhm. Welchen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket würden Sie denn selber favorisieren? Welchen würden Sie denn da bevorzugen? Vielleicht, Herr Andorf, da Sie gerade schon gesprochen haben, gehen wir diesmal den Kreis einfach rückwärts gegen den Uhrzeigersinn, wenn ich darf. Okay. Also ich möchte mich eigentlich preislich nicht festlegen. Das ist am Ende auch eine politische und normative Entscheidung. Es gibt zum einen den Klimaschutzaspekt, aber es gibt auch soziale Teilhabe etc. Aber es ist aus meiner Sicht ganz klar, es sollte deutschlandweites Ticket geben.
Und es sollte auch landesweite Tickets geben. Das war in den Kommentaren gefragt worden. Wie ist das eigentlich? Es gibt Leute, die möchten eigentlich nur in ihrem Verbund fahren. Und auch für die sollte es attraktiv sein. Also wie wichtig ist das mit dem deutschlandweiten? Für manche ist es wichtig, für manche weniger wichtig. Deswegen sollte es, glaube ich, eine gestaffelte Tickets danach geben. Und die sollten innerhalb dieses Bereichs relativ einfach sein. Und des Weiteren machen wir uns generell Gedanken über die Bepreisung des öffentlichen Nahverkehrs. Ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall Änderungen vornehmen. Genau, und ansonsten, ja, das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte. Ich wollte noch was sagen. Dann würde ich übergeben an Frau Lobis vielleicht. Okay. Ist es nicht ganz in der richtigen Reihenfolge, glaube ich, rückwärts, aber ist wahrscheinlich auch okay. Ich glaube, ein Preis lässt sich ganz schwer benennen und das ist tatsächlich, wie Herr Andor gesagt hat, eben auch eine politische Frage. Was wir sehen, ist, dass die Zahlungsbereitschaft sehr, sehr schnell abnimmt. Also wir hatten eine Frage drin und wir sehen, also den normalen Tarif sind die wenigsten wirklich bereit zu zahlen. Gleichzeitig ist es eigentlich wichtig, an diese wirklich erfolgreiches Experiment, ein Anschlussticket zu haben. Also es ist eigentlich sehr schade, Kundengruppen, die jetzt gerade angefangen haben, ein bisschen den ÖV wieder auszunutzen, das wieder versacken zu lassen. Und es ist sozusagen dieser Spagat zwischen einerseits Angebot, Ausbau und gleichzeitig ein kostengünstiges Ticket anzubieten. Ich finde es eben sehr wichtig, die Gruppe, die jetzt über dieses Ticket angefangen hat, mit einer gewissen Häufigkeit das zu nutzen, diese Seltennutzer wird man ohnehin nicht zu erreichen, da tatsächlich im Anschluss ein kostengünstiges Ticket, das, wo auch immer der Preis dann genau liegt, anzubieten. Und ich glaube, wichtig ist es vor allen Dingen, das auch weiterhin einfach zu gestalten. Sobald man jetzt wieder anfängt, eher doch komplizierte Bedingungen daran zu knüpfen, dann wird es wieder sehr schwierig, die Akzeptanz bei diesem Ticket zu bekommen. Wir haben gemessen, dass rund 2/3 der Personen diese bundesweite Gültigkeit total klasse finden. Danach gefragt, ob sie es selber nutzen, sind es dann eben doch schon deutlich weniger. Aber das Schöne ist, ich muss halt nicht lange nachdenken. Ich habe einfach ein Ticket, ich steige in den ÖV ein und kann es nutzen und muss eben nicht überlegen, an welcher Grenze stoppt dieses Ticket und ich brauche dann ein anderes Anschlussticket. Also ich glaube, das sollte man auch. Es ist nicht nur der Preis, es ist wirklich dieses einfache, zu kommunizierende Produkt. Das hat, glaube ich, einen ganz, ganz maßgeblichen Wert auch für das Folgeticket. Und eine Gruppe, die in einer gewissen Regelmäßigkeit fährt und auch ein gutes Angebot zur Verfügung hat, die ist nach unserer Einschätzung auch bereit, dafür einen gewissen Preis zu zahlen. Weil Sie das gerade erwähnt haben, aber wir das auch als Nachfrage haben, Herr Knie, einen Moment, ich würde gerne eine kurze Nachfrage stellen. Wie wichtig ist das im Vergleich zum Preis, dass es so ein einfacher Zugang ist? Wie kann man das gewichten? Gewichten kann ich es jetzt aus unseren Daten heraus tatsächlich nicht, aber ich glaube, das ist ein ganz maßgeblicher Punkt, warum dieses Ticket so erfolgreich war. Wir haben Ende Juni einen Bekanntheitsgrad von 98% gemessen. Also dank dieser wirklich großen Medienaufmerksamkeit hat jeder dieses Ticket im Grunde genommen gekannt und 60% haben gesagt, ich habe es im Detail verstanden. Also es gibt selten Mobilitätsangebote, die in so einer kurzen Zeit so klar verstanden werden und dann eben auch zu einer gewissen Nutzung führen. Und ich glaube, daran sollte man sich ein Beispiel nehmen und sagen, egal was man als Folgeticket anbietet, es sollte möglichst einfach sein, weil es dann deutlich besser ankommt und die Kosten sind dann nochmal das andere. Natürlich ist ein kostengünstiges Ticket eher attraktiv und wird häufiger gekauft. Aber wie gesagt, bei einem guten Angebot, einem klaren Produkt ist man oft auch bereit, einen bestimmten Preis zu zahlen. Vielleicht kann ich daran anknüpfen. Ja, klar. Können Sie natürlich so gar nicht gewichten, weil das, was das 9-Euro-Ticket geschafft hat, der ÖPNV, der SPNV, also der Schienenpersonennahverkehr, ist wieder in die Köpfe zurückgekommen, in die Leute. Ja, wir haben ja sehr viel, wie gesagt, wir wissen immer noch nicht genau, wie viele Leute tatsächlich auch gefahren sind mit dem 9-Euro-Ticket, aber sie haben es gekauft und sie würden es auch möglicherweise weiterkaufen, ohne genau zu wissen, was ich jetzt damit anstelle. So, das heißt, wenn ich das jetzt diesen Gedanken weitertreibe, dann habe ich, wie Claudia Nobel schon ausgeführt hat, diese Menschen gerade, die während der Pandemie weg sind, die habe ich wieder zurückgewonnen. Und dann kann ich darauf aufbauen und kann dann Optionen machen.
Wir schlagen im WCB ja, wir haben uns festgelegt, wir schlagen ja ein Modell vor, weil wir haben mehrere Fokusgruppen jetzt in dieser Zeit gemacht. Das ist nochmal ein anderer Ansatz, also sehr qualitativ, kleinteilig bestimmte Gruppen sehr genau zu befragen, weil Marc Andor hat schon gesagt, Verkehrsverhalten ist nicht trivial zu erheben. Ganz kompliziert, weil viele ja etwas denken, was sie meinen, tun zu müssen, was sie aber nicht tatsächlich getan haben. Deshalb sind Befragungen immer schwierig. Und wir haben jetzt herausdestilliert, dass wir einen einheitlichen Preis brauchen. Bundesweit 29 Euro wäre unser Vorschlag, und zwar inklusive des Fernverkehrs, der bisher nicht drin war, also ICE, ECE mit hinein. Und die zweite Komponente, die wir da dringend brauchen, wir hatten sie eben schon diskutiert, ist die letzte berühmte Meile. Der ÖPNV leidet darunter, dass er eben kein Tür-zu-Tür-Angebot ist wie das Auto. Und deshalb müssen wir hier nachjustieren. Deshalb schlagen wir 29 Euro für mindestens ein Jahr vor, inklusive Fernverkehr und Flatrate für das Taxi vom Bus zur Haustür oder zum Arbeitsort. Und das vor dem Hintergrund vielleicht kurz noch erläuternd, dass wir eine Verkehrswende brauchen. Wir haben die Pariser Klimaverträge unterschrieben. Da sind wir in der CO2-Bilanzierung ganz weit hinten. Und was den ÖV-Anteil, der sollte nämlich bis 2030 38% betragen, da sind wir noch weiter entfernt von. Da müssen wir was tun. Und deshalb schlagen wir dieses vor, um zu gucken, ob wir denn dann eine relevante Menge von Menschen, bisher im Auto saßen, auf Bus und Bahn bekommen. Und wir glauben aber, dass wir mit so einem wirklich attraktiven Angebot einen ersten Akzent setzen können. Dann würde ich Sie gleich mal fragen, Sie schlagen ja 29 Euro als Preis vor, also das ist ja vergleichsweise wenig. Sehen Sie da einen so großen Einfluss der Kostenfrage auf das Mobilitätsverhalten? Wir haben ja die Nachfrage gehabt, oder den Hinweis in der Nachfrage dazu gehabt, dass ja in der Schweiz der öffentliche Nahverkehr ja auch nicht aber arg billig ist, aber natürlich mit dem Schweizer Taktverkehr und der Netzdichte und so weiter auch ein vergleichsweise großes Image, ja, ein vergleichsweise großer Erfolg hat. Ja, das sind, also die Schweiz kann man mit Deutschland in dieser Weise nicht vergleichen. Das Angebot, die Kalkulation, die Präsenz des Verkehrs, des öffentlichen Verkehrs in den Köpfen ist viel deutlich höher. Übrigens fahren die Schweizer bei Gelegenheit auch noch mal deutlich mehr Auto als in Deutschland. Also die sind sehr mobil. Der Preis, man sollte vielleicht auch noch daran erinnern, das 9-Euro-Ticket war ja kein klimapolitisches Thema, sondern ein sozialpolitisches Thema. Und das hatten wir eben auch schon diskutiert. Das hat es auch erfüllt. Das heißt, wir haben gerade bei den unteren Einkommensklassen ein vermehrtes Fahren gesehen, könnte man klimapolitisch wieder kritisch sehen, aber sozialpolitisch ist es wichtig, und der Preis ist schon ein Thema. Der Preis ist ein Thema, aber es ist eben auch die Einfachheit. Und diese Kombination muss man herstellen mit der Verfügbarkeit. Also das sind die drei Komponenten, die man hat, um die Leute aus ihrer Routine herauszukriegen und das Ziel zu verfolgen, eben weniger Autos zu haben und weniger Autokilometer zu fahren, und der Hoffnung, dass man eine CO2-effizientere Verkehrsform damit belohnt. Und das österreichische Modell des Klimaticket, ist das für Sie etwas Sinnvolles? Ja, das ist auch nicht ganz vergleichbar. Das sind die 1.000 Euro. Da sage ich immer gerne, wir haben auch eine Bahncard 100. Zweiter Klasse kostet auch etwa 4.800 und ist im Vergleich zu Österreich etwa das gleiche Angebot. Da sieht man, dass wir aber mit der Bahncard 100, da ist die Anschlussmobilität nicht drin, sondern das hat jeder als Fernverkehrsticket drin. Jedenfalls die Zahlen, Infas evaluiert das ja gerade, die Zahlen in Österreich machen Mut. Allerdings muss man leider sagen, das sind im Moment die sogenannten berühmten Kannibalisierungseffekte, denn man kann in Österreich sein bisher teurer gekauftes Ticket in ein billigeres Klimaticket verwandeln. Und das haben die meisten Menschen auch getan, aber es hat genau den Effekt erzielt, den Claudia, glaube ich, eben auch schon sagte, dass die Leute plötzlich darüber nachdenken. Gott, das ist ja doch ein Angebot, und jetzt ziehen die Zahlen dort auch an. Also insofern ist ein einheitlicher Preis oder ein Preis, der attraktiv ist für ein gesamtes Paket, auch wenn ich es jetzt nur in Teilen nutze, für die entsprechende Planung im Kopf ein ganz entscheidender Baustein. Sie haben eben erwähnt, es gäbe eine Vorgabe von für einen öffentlichen Personennahverkehranteil von 38% für 2030. Wo kommt diese Vorgabe nochmal her? Von der deutschen Bundesregierung.
Konkret, ach, das ist im Klimaplan. Ja, das ist im Klimaschutzplan hat die Bundesregierung, die alte Bundesregierung, ja Ziele festgelegt, wie sie nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtsurteils, wir sollten vielleicht auch noch daran erinnern, das Bundesverfassungsgericht hat uns gemahnt, die CO2-Reduktionsziele deutlich ernster zu nehmen. Und daraufhin hat die alte Bundesregierung noch schnell dieses Klimaschutzgesetz entwickelt. Und dort sind Elektrifizierungszahlen drin und Model-Split-Anteile von ÖV, um eben diesen CO2-Ausstoß deutlich zu minimieren. Und der liegt eben beim ÖV bei 38%. Und während der Pandemie hatten wir gerade mal 3 bis 5% nach der Pandemie. Wir wissen es noch nicht, wie der Effekt jetzt dauerhaft nachhalt, aber sicherlich nicht über 10, 15% hinaus. Das heißt, hier ist noch jede Menge Luft und 2030 steht praktisch vor der Tür. So, ja. Dürfte ich noch was ergänzen? Bitte. Oder was kommentieren? Ja, also ich möchte mal sagen, also ich will da jetzt nicht über einzelne Preise reden und was alles dazugehört. Aber das Paket, was Sie nennen, Herr Knie, das hört sich schon relativ kostenintensiv an. Und dann ist natürlich die Frage, was die Bundesregierung oder was wir als Gesellschaft für Möglichkeiten haben, im Bereich Verkehr zu investieren. Und dann ist eine Frage, wie verteilen wir das? Und ich glaube, es ist schon so, dass wenn ich jetzt die 10 Milliarden, sagen wir mal, es sind 10 Milliarden, die das 9-Euro-Ticket kosten würde in einem Jahr, wenn ich das aufteilen würde, dann würde ich schon relativ viel in die Infrastrukturausbau investieren, weil wir hier in vielen Fällen sehen, dass das ein Problem ist und dass das die Leute sich auch wünschen. Ich kenne Umfragen im Ruhrgebiet gerade aktuell, 3 Städte, da wünschen sich die Menschen ÖPV-Ausbau und die Menschen wünschen sich bessere Anbindung, bessere Taktung etc. Die soziale Teilhabe würde ich ein bisschen, also sehe ich als wichtigen Punkt, ist auch schwierig zu bemessen, wie das gesellschaftlich wertvoll ist. Aber das könnte man natürlich auch anders lösen, indem man beispielsweise für diese Haushaltsgruppen ein Ticket einführt oder die sozialen Transfers in dem Bereich erhöht. Ich will nur sagen, es kommt natürlich darauf an, wie viel Budget da ist und worauf wir es aufteilen. Herr Knie würde wahrscheinlich zustimmen, dass die Infrastruktur besser werden muss. Und das würde bedeuten, es gibt das 29-Euro-Ticket plus die ganzen Sachen, die Sie genannt haben, plus noch ziemlich viel Budget. Das kann man natürlich im Sinne der Verkehrswende so sehen. Aber dann kommt es eben darauf an, wo die Budgetgrenzen für die Gesellschaft und konkreten Bundesregionen liegen. Also das ist nicht einfach abzuwägen. Ich will nur sagen, Verkehrsinfrastruktur ist extrem, ÖPNV-Infrastruktur und auch Fahrradwege auszubauen ist extrem wichtig. Und wir können auch darüber reden, das machen wir im Moment relativ wenig, dass es durchaus noch andere Möglichkeiten gibt, die Verkehrswende zu fördern, die auch vielleicht das Auto in den Blickpunkt nimmt. Das ist häufig politisch nicht so die Akzeptanz so hoch oder die. Das würde bedeuten, man würde beispielsweise eine Städtemaut einführen, Herr Knie. Und viele Kollegen, Ökonomen, Kollegen und auch andere haben dazu ein Plädoyer vor einigen Jahren rausgegeben, eine Städtemaut mal anzudenken und auszuprobieren und eine Pkw-Maut insgesamt oder die Parkgebühren in Städten zu erhöhen. Das hat keine große Akzeptanz in der Bevölkerung im Moment, aber das würde natürlich viel direkter den Autoverkehr anvisieren und auch Einnahmen generieren, die dann für ÖPNV, Fahrradfahren und auch Fahrradinfrastruktur und auch vielleicht zur sozialen Teilhabe nutzen. Frau Nobis, da wir hier gerade über den Preis reden, wir haben auch die Frage bekommen, ob nicht eigentlich auch der Wegfall des Tankrabatts, der parallel lief, nicht auch einen Einfluss auf die Bereitschaft haben kann, ein gegebenenfalls teureres Monatsticket mit einem großen Reichweite zu kaufen. Wie sehen Sie das? Gibt es in Ihren Erkenntnissen irgendwas, einen Hinweis darauf, was Menschen bereit wären zu zahlen? Ja, Herr Andor hat es ja gerade schon angesprochen, man muss natürlich eigentlich das Auto parallel ins Visier nehmen. Und wenn wir ehrlich sind, ist natürlich eine parallele Förderung von ÖV und Tankrabatt, auch das Auto günstig machen, auch wenn die Kosten, glaube ich, pro Liter nach wie vor noch gar nicht so günstig waren, ist theoretisch oder ist eigentlich nicht zielführend.
Der ÖPNV ist natürlich umso attraktiver, je schwieriger ist es, das Auto tatsächlich zu nutzen. Und das ist bis heute selbst in großen Städten nach wie vor relativ einfach. Also man steht bestimmt in bestimmten Städten oder auf bestimmten Strecken im Stau. Aber wenn man ehrlich ist, kommt man mit dem Auto selbst in Städten noch vergleichsweise gut von A nach B. Und die Kosten fürs Parken sind eben doch überschaubar. Und solange es Situationen gibt, in denen das Einzelticket im ÖV mehr kostet, als mich die Parkgebühren kosten, wenn ich in die Stadt fahre, dann habe ich da einfach eine Relation, die den ÖV einfach schlecht abschneiden lässt. Insofern, was die Leute bereit sind, im öffentlichen Verkehr zu zahlen, hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wie die Kostenstruktur auch beim Auto ist. Und da wissen wir alle, die allermeisten gucken sich eben nicht die realen Kosten an, was kostet mich allein die Abschaffung, wenn ich das mal umrechne auf die Zeit, in der ich diesen Wagen nutze, was ich da eigentlich für monatliche Kosten habe, wenn ich alle Kosten zusammentrage. Diese Rechnung wird ja so nicht gemacht und dann steht das Einzelticket im Vergleich zu Parkgebühren und insofern muss man all das zusammen betrachten, wenn man dann auch einen Preis festsetzen will, der angenommen wird. Herr Knie. Ja, vielleicht kurz ergänzend, weil wir gerade schon über Berlin sprachen. Wir haben über 1,2 Millionen zugelassene PKWs in Berlin. Das muss man sich mal vorstellen. Und Claudia Nobis hat schon gesagt, hätte ich ein Auto zum Beispiel hier, wo ich jetzt gerade bin, oder in Kreuzberg, wo ich wohne, dann könnte ich es abstellen, ohne dass ich was bezahlen müsste. Ne? Also da ist, das muss man sich mal vorstellen, wir verschenken da einen Parkplatz, der so 3.000 bis 4.000 Euro im Jahr kostet. Für eine, bei uns in Berlin kostet das das Anwohnerparkscheinchen 10,20 Euro pro Jahr. Das heißt also, hier ist die Gratismentalität eigentlich mit Händen zu greifen, die von Herrn Lindner ja immer wieder gesagt wurden. Und Marc Andor hat mich allerdings erinnert. Zu meinem Vorschlag gehört natürlich, dass wir natürlich das Geld, wir rechnen etwa bis 14 bis 18 Milliarden, die das kosten würde, holen wir uns natürlich von dem, was Claudia Nobis auch schon angedeutet hatte. Wir haben ja eine Privilegierung, das sind zum Beispiel die 38 Cent der Entfernungspauschale, die das über Auto abrechnen, das sind etwa fast zwei Drittel der Menschen, die holen wir uns, würden wir uns die Finanzierung vorstellen. Dann natürlich das Dienstwagenprivileg, was wir verschenken ja, die Schenkung des Dienstwagens steuerlich gesehen. Und daran soll man immer wieder erinnern, wir haben ja schon vor dem Tankrabatt fast 8 Milliarden jedes Jahr für die Dieselsubventionierung gezahlt. Das würden wir auch auslaufen lassen. So hätten wir eine Umverteilung, aber die Kolleginnen haben es ja schon gesagt, politisch ist das natürlich im Moment alles andere als populär. Aber wie gesagt, wir müssen uns entscheiden. Wollen wir jetzt das Klima retten? Wollen wir die Abhängigkeit von Rohstofflieferanten, deren Werte wir offensichtlich nicht teilen, nutzen? Und wollen wir vor allen Dingen auch diese Zersiedlung der Landschaft und die Asphaltierung der Landschaft, die Versiegelung der Landschaft zurückbauen? Dann müssen wir uns was ausdenken. Ja, wir sind schon fast am Ende. Deswegen würde ich jetzt bitte schon auch mit Ihnen noch einmal zusammenfassen wollen. Fange ich mal mit Ihnen, Herrn Knie. Was glauben Sie denn dann? Bei aller einer politischen Debatte wird ja nicht immer alles durchkommen, was man sich wünscht und vorstellt. Was sollte wirklich Ihrer Meinung nach unbedingt vom 9-Euro-Ticket bleiben? Und wie schnell müssen wir es einführen, damit wir die Effekte, die wir in diesem Sommer gesehen haben, auch noch erhalten können? Also da sind wir, glaube ich, alle einig, es muss sofort kommen. Also sonst ist der Faden wieder gerissen, die Routinen sind wieder reaktiviert und es muss ein einheitlicher, attraktiver Preis werden. Also das sollte es auf jeden Fall sein und dann kann man über den Rest noch heftig und gut diskutieren. Frau Nobis, wie sehen Sie das? Was sollte bleiben und wie schnell muss es gehen? Ich glaube, ich kann das nur unterstützen. Es sollte schnell gehen, es sollte kostengünstig sein und es sollte einfach sein. Den konkreten Preis muss man gucken. Aber ich glaube, wenn diese drei Dinge gegeben sind, dann hat man die besten Chancen, an das Verhalten, was man ein Stück weit ändern konnte oder Anreize schaffen konnte, den ÖV wieder zu nutzen, dann hat man die beste Chance, daran anzuknüpfen. Und Herr Andor? Ja, also ich sehe das jetzt, also natürlich ist kurzfristig nicht gut, aber ich sehe nicht, dass diese Habit Formation, also dass die sozusagen die, dass halt schon so viel passiert ist, dass man das nicht auch etwas später sozusagen weiter erzeugen kann. Ich bin da auch hoffnungsvoll, wenn im nächsten Jahr was passiert. Man hat ja meine Anmerkung bisher angemerkt. Ich kann da nicht zu sagen, ich tue mich schwer, wie hoch der Preis da sein soll. Es ist eben eine Abwägung, wie viel Budget wir haben und wir haben sicherlich noch andere Bereiche, die
die sehr viel erzeugen könnten für die Verkehrswende, die auch Geld benötigen, insbesondere der Ausbau der Infrastruktur. Das ist eine Abwägung. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen da ergeben. Also, ich fasse mal zusammen, Eile tut Not und dann werden wir sehen, was die Länder da machen werden, die ja jetzt so ein bisschen in die Pflicht genommen worden sind vom Verkehrsminister und vom Finanzminister. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit ist damit jetzt um. Ich hoffe, wir konnten Ihre wichtigsten Fragen beantworten, selbst wenn vielleicht noch zwei, drei übrig waren. Wir werden selbstverständlich weiterverfolgen, wie sich die Länder und der Bund entscheiden werden, was für ein Nachfolgeangebot es tatsächlich geben wird und uns dann entsprechend dazu melden. Auch werden wir daran arbeiten, eine Übersicht zu den Studien mal zu erstellen. Und ich denke auch, wir werden, so das schon veröffentlichbar ist, vielleicht von Ihnen dazu schon was Vorläufiges bekommen. Oder aber, so wie Sie etwas Endgültiges haben, es veröffentlicht haben, dann könnten wir das in einer Art Übersicht mit aufnehmen. Die Aufnahme unseres Pressbriefings stellen wir wie gewohnt im Laufe des Nachmittags online. Ein redigiertes Transkript wird es voraussichtlich am Montag dazu geben. Falls Sie die Aufnahme oder ein unredigiertes Skript schneller brauchen, weil Sie jetzt gleich unbedingt dran arbeiten müssen, dann schicken Sie uns einfach eine Mail an redaktion@sciencemediacenter.de. Dann lassen wir es Ihnen so schnell wie möglich zukommen. Mein Dank geht damit an unsere Experten hier, an Frau Claudia Nobis, an Herrn Andreas Knie und an Herrn Marc Andor. Mein Dank geht dann weiter an die Kolleginnen und Kollegen im SNC hier, die im Hintergrund die Fäden für die Technik und die Fäden für die Fragen in den Händen hielten. Und mein Dank gilt vor allem an Ihnen, an Sie alle, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.